Hörer, wir sind gerade in meinem BMW unterwegs und ich war am Wochenende an der Nordschleife, habe 34 Runden gedreht und jetzt schauen wir uns mal mein Auto an. Was machen meine Reifen? Wie sind meine niegelnagelneuen Bremsen drauf? Gab es irgendwie Probleme? Wie viel Ölverbrauch gab es? Wie ist der Allgemeinzustand? Und wir schauen uns mal gemeinsam mein Auto an. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Uns mal ein geeignetes Plätzchen, wo ich mal ein bisschen Ruhe habe. Ich habe ja auch schon eben was gesichtet. Und dann schauen wir uns die Karre mal an. Boah, dieses Geräusch, ne? Das auch schon nicht aufhört. Ich höre meine Bremsen. Quietschen nicht so doll, eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir einen geeigneten Platz gefunden und wir schauen uns jetzt gemeinsam mein Auto an. So, ich denke mal, ja, ganz normal ein paar Fliegen und sonst was. Das ist aber jetzt gerade nicht das Entscheidendste. Ich denke mir, am wichtigsten wird es sein. Gucken wir uns mal die Felgen an, Bremsen und so weiter. Also, Auto war, bevor ich losgefahren bin, komplett gewaschen. Das ist jetzt der Zustand, der einmal durch das Fahren an der Nordschleife entstanden ist. Ihr könnt sehen, die Bremsen wurden auf jeden Fall benutzt. Die Bremsscheibe, die ist vielleicht jetzt noch ein bisschen heiß, weil ich habe eben das Bremsenvideo gedreht. Aber ihr seht, das ist jetzt hier nicht irgendwie katastrophal. Die wurden auf jeden Fall benutzt. Eingebremst sind sie auf jeden Fall. Sie sind nicht blau eingelaufen. Sie haben natürlich ein paar Schlieren und man sieht halt, dass sie krass benutzt worden sind. Aber das sieht eigentlich soweit alles in Ordnung aus. Wir gucken uns auch mal die Bremsbelage rein. Damit wandere ich mal mit meinem Handy hier rein. Ich hoffe, ich kriege den jetzt zu sehen hier. Vielleicht ist das von der Seite besser. Gucken wir mal. Also wie ihr sehen könnt, der Bremsbelag ist ganz frisch gewesen. Noch ein bisschen heller. Da seht ihr, ist noch genug Material drauf auf dem Bremsbelag. Nach 34 Runden. Das hat auf jeden Fall gepasst. Bevor wir mit den Bremsen weitermachen, schauen wir uns erstmal den Reifen an. Das ist in meinen Augen auch das, was am meisten gelitten hat. Also, ich sollte eigentlich mal einschlagen. Also, hier seht ihr auf jeden Fall, ist das scharf, dass sich hier schon solche kleinen Wulsten gebildet haben. Mal kurz den Fokus setzen hier. Und dass auf jeden Fall ich hier deutlich die Schrift abrasiert habe. Also hier bis zum Dock bin ich runtergekommen anscheinend in die Kurven. Das hat hier alles mitgearbeitet. Und ihr seht hier die Schrift, die leidet. Hier auch. Also bald weiß man auch nicht mehr, was ich fahre. Also der Reifen, der hat auf jeden Fall Temperatur bekommen und hat auf jeden Fall richtig gearbeitet. Das seht ihr hier, dass sich hier auch diese kleinen Nippel hier schon gebildet haben. Also für mich wäre es eigentlich auch besser, einen zweiten Satz mittlerweile zu haben mit Semi-Slicks, anstatt hier meine Serienreifen runterzuschrubben. Ja, das war jetzt einmal Vorderachse. Natürlich hier durch den Parkplatz immer ein bisschen Schlamm und Schmutz unterwegs, aber das ist halt auf der Nordschleife ganz üblich. Gucken wir uns mal hinten an. Hinten der Reifen hat natürlich auch gearbeitet, aber bei weitem nicht so krass. Ich zeige das mal hier ein bisschen. Ich stelle mal scharf für euch. Also ihr seht, trotz der Autobahnfahrt von 550 Kilometern nach Hause sieht man noch immer hier, dass hier auch im Außenbereich gearbeitet worden ist auf der Nordschleife. Aber ihr seht, also Profil hier, Profil in der Mitte ist halt komplett da. Hier mit der Schrift ist absolut nichts los, hier ist kein Problem im Vergleich zu vorne. Man sieht aber trotzdem hier diesen Bereich hier, bis hier ging das alles noch mit. Natürlich lässt man auch ein bisschen Druck ablassen auf der Nordschleife. Aber das wird hier bei dem Reifen nicht anders aussehen. Hier seht ihr auch, ne, hier bis hier zur Traktion. Hat auch mal ein bisschen sich gewölbt. Aber sonst, ja, schauen wir mal. Das sieht ganz vernünftig aus. Natürlich auch Bremse hinten hat gearbeitet. Da sieht man auch noch ganz viel Schmutz. Schauen wir mal hier den Belag rein. Ich gucke mal, ob ich hier durchkomme. Da sind wir einmal hinten. Also ihr seht, Belege dick, da ist jetzt noch nichts los in dem Stil, wie ich fahre, trotz 34 Runden. Ich habe ungefähr, wenn alles gut läuft, denke ich mal, fahre ich eine 29 oder sowas mit dem KW-V3-Fahrwerk und den Reifen und den Bremsen. Ich fahre aber wesentlich unter meinem Limit, habe auch nie richtig gestoppt, aber in dem Fall war es einfach mal so, dass ich mal einfach ein Video gemacht habe, wie ich gefahren bin. Da habe ich natürlich ein bisschen rausgerechnet, mal ist einer im Weg und so weiter. Und das ist dann so ungefähr das, was ich in Zeit vielleicht fahre. Kommen wir nochmal zu den Reifen vorne. Wie sieht das hier aus? Also ihr seht auch hier, oh, das ist nicht scharf, das sind diese kleinen Wulsten hier an diesen
Bereich hier. Da hat auf jeden Fall das Material gearbeitet, hier genauso die Schrift. Komplett wegrasiert. Das ging richtig ab. Ja, also sieht, dass hier war nicht mehr viel Platz, was in hier so abging. Also das ist schon echt extrem. Da macht es auf jeden Fall Sinn, was Neues sich zu holen. Sag ich mal, den zweiten Satz Reifen. Wie muss ich das hier machen? Hier muss ich das Handy drehen. Also gibt es immer auf die Bremse, was egal, wie ihr sehen könnt. Also auch hier sieht man, alles gut, alles picobello. Bremsscheiben auch in Ordnung. Das gelbe bin natürlich nicht der Mann Pullover. Aber das ist eigentlich alles soweit vernünftig. Am meisten haben eigentlich gelitten die Reifen. Motormäßig war alles gut. Ich drehe nochmal die Kamera für euch. Von der Motorseite ist alles in Ordnung. Es gab absolut keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Ich habe jetzt 2000 Kilometer abgespult in der Gesamtsumme. Und also 500 Kilometer hin, 500 zurück und ungefähr 1000 vor Ort. Mit bisschen rumfahren, mit Fahren auf der Nordschleife und alles. Bei den 34 Runden habe ich jetzt verbraucht, besonders auf diese ganze Tour, habe ich verbraucht 600 Milliliter Öl. Also ich habe zweimal 300 Milliliter nachgekippt und der Stand aktuell ist voll. Also es war so, ich kam an, dann habe ich einen Tag gefahren. Dann kam am nächsten Morgen, habe ich geguckt, wie das Öl war. Dann habe ich gerade halb angezeigt, dachte, ich kann gar nicht sein. Habe 300 draufgekippt, war wieder voll, war alles gut. Bin wieder einen Tag gefahren oder zwei Tage gefahren, habe dann wieder raufgeschaut. Und dann war wieder, dass ein bisschen was gefehlt hatte, habe ich nochmal 300 draufgegeben, dann war er wieder voll. War in dem Fall auch wieder, dass er auf dem Halb angezeigt hat. Also ich habe beide Male nur 300 aufgefüllt. Jetzt kam 600 Milliliter und bin dann nochmal zwei Tage gefahren und dann nach Hause gefahren oder einen Tag gefahren oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zu Hause. Füllstand habe ich ihn geguckt, zeigt immer noch voll an. Und jetzt auf die 2000 irgendwas Kilometer, jetzt einen halben Liter oder 600 Milliliter Öl fand ich jetzt nicht so wild. Von daher, wenn man weiß, wie man fährt und welche Drehzahl man anruft. Hallo? 6000 Drehzahlen bitte? Okay. Ja, dann auf jeden Fall passt es, denke ich mal, mit der Fahrweise. Wenn wir uns das Auto so anschauen, natürlich kriegen. Alles gut, hier sieht man noch ein paar Gummireste. Ich habe mein Auto extra nicht gewaschen. Also hier mal, wenn nur ein Reifenstück abkommt oder so, sieht man, dass da noch so Gummifetzen dran sind. Hier und hier direkt im Abstandssensor kam da was. Ansonsten halt fliegen das Übliche und ein paar Gummisachen. Hier auch nochmal, sieht man auch nochmal ein bisschen Gummi, was sich hier angesammelt hat. Und ansonsten eigentlich alles picobello. Ne? Natürlich, Auto ist jetzt schmutzig. Habe ich jetzt extra nicht gewaschen für euch. Zeige es noch mal von innen. Von innen leider es natürlich auch. Das sah noch mal ein bisschen schlimmer aus, aber dadurch, dass man immer auf diesem Sandparkplatz parkt, hier war auch alles vorher blitzeblank, ist natürlich jetzt hier überall dieser Matschrest übergeblieben. Aber ich denke mal, dafür, dass ich jetzt vier Tage an der Nordschleife war und viel gefahren bin, so ein paar Krümel, weil ich habe ein bisschen Croissants hier im Auto gegessen, da kam der Franzose raus. Da habe ich den Franzosen rausgeholt, ein paar Croissants mir reingeschoben. Das war dann okay. Ne? Hier saß Ami und hat auch ein bisschen Schmutz reingebracht. Aber ich denke mal, das ist soweit eigentlich alles in Ordnung nach so einer Tour. Vor allem mit 1000 Mal ein- und aussteigen bleibt das auch nicht aus, auch auf meiner Seite. Und dann denke ich mal, ist das schon eine Sache, die vertretbar ist und die jetzt nicht zu großen Schwierigkeiten führt. Schauen wir uns nochmal was an, was interessant ist, und zwar. Den Auspuff hatte ich vorher geputzt, das ist nochmal ganz interessant, der war vorher von innen auch geputzt, blitzeblanco, Alberto Blanco, und als ich hingefahren bin, war das Auspuffrohr noch immer glänzend, das ist echt überbelichtet, aber da war das Auspuffrohr leicht braun, ganz leicht, aber dann natürlich nach den Ballern auf dem Ring und so hat sich das ein bisschen geändert, dann sieht man natürlich auch hier ist der Auspuff mal hier gegengekommen. Der mal ein bisschen geschmolzen. Das meint ihr, was da für eine Temperatur rauskommt, wenn er mal ein bisschen auf Temperatur kommt. Der wackelt natürlich dann auch und dann ist er dann mal gegengekommen, hat hier ein bisschen angeschmolzen. Aber das ist ja jetzt kein Drama für mich. Das ist halt ein Auto, was geliebt, aber auch gefahren wird. Motorseitig läuft alles super. Guck mal hier, nagelneu. Naja, ich zeige euch nochmal den Motorlauf. Diesmal gab es auch keine Rückler oder keine sonstigen Probleme.
So läuft der Motor, nur leichter Kaltstart, aber läuft absolut solide. Und so ein bisschen Staub hier drin ist. Das hier alles sieht so mellow aus. Also, so läuft der Motor, echt perfekt, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, für euch war das mal so ein bisschen interessant zu sehen, wie das Auto nach 34 Runden und einem kompletten Green Hail Driving Weekend aussieht. Das nennt sich so, also nach den 4 Tage Touristenfahrten aussieht. Ja, mittlerweile jetzt 135.000 aufgeknackt, 136.500 jetzt auf der Uhr. Machen wir nochmal gemeinsam Ölcheck, siehst du, voll. Also so ist wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ihr konntet so ein bisschen ein paar Eindrücke kriegen, wie so ein Wochenende oder was das Wochenende mit dem Auto so macht. Und was 34 Runden mit schon guter Fahrweise, jedenfalls finde ich das schon ganz gut, wie ich fahre, mit dem Auto macht. Das heißt, am meisten gehen die Reifen drauf, Bremsen top, Rest top, Motor top, bei dem Auto alles kein Problem. Und ich hoffe, ihr könnt so ein paar Eindrücke sammeln. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert oder am besten beides macht. Und wenn ihr ein Video von mir gesehen habt, was euch schon mal geholfen hat, dann würde ich mich natürlich derbe darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es gibt sehr viele auf meinem Kanal über BMW N52 und auch über andere BMW-Themen, auch über Öle und Additive. Und wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie meine neue Bremse, die Firodo DS 2500, performt und ob die laut quietscht, dann schaut euch mal das Video am Ende an. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Bis dann. Peace.